Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 12. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf. Schlagen voll Hohn mich auf die Wangen. Scharen sich gegen mich zusammen. Hiob, Kapitel 16, Vers 10. Wittgenstein blickte der jungen Frau nach, die sich durch die Menge im Schankraum den Weg zur Tür des Loop bahnte. Als sie nach draußen in den Regen verschwunden war, wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Beutel mit Münzen zu, der vor ihm auf dem Tisch lag. Er hatte nicht lange verhandelt. Es war sehr schnell klar gewesen, dass die junge Frau aus Valenkas ihm so viel angeboten hatte, wie sie konnte. Vielleicht sogar mehr. Nachdenklich wog er den Beutel mit den Münzen in der Hand. Sie hatte nicht so ausgesehen, als würde sie ihm die gleiche Summe noch einmal bezahlen können, wenn er ihren Sohn und den Engel zurückbrachte. Wittgenstein fragte sich, ob es ein Fehler gewesen war, den Auftrag anzunehmen. Aber er hatte noch nie einen Engel aufgespürt. Er ließ den Beutel in seinen Rucksack fallen und erhob sich. Mit einem kurzen Nicken zu Karl hinüber, der hinter der Theke gerade ein neues Fass Bier anstach, hob er Rucksack und Mantel auf und stieg die schmale Treppe zu den Gastzimmern hinauf. Karl hatte ihm sein übliches Zimmer am Ende des Ganges bereit machen und die Satteltaschen mit seinen Habseligkeiten hinaufbringen lassen. Mit einem kurzen Blick vergewisserte sich Wittgenstein, dass noch alles an seinem Platz war. Nicht, dass er Karl nicht traute, aber es war ihm in den letzten Jahren einfach in Fleisch und Blut übergegangen, immer auf der Hut zu sein. Er warf Rucksack und Mantel auf das frisch bezogene Bett und setzte sich daneben. Wahrscheinlich war es am besten, wenn er gleich am nächsten Morgen aufbrach. Er war sich ziemlich sicher, dass die Beutereiter den Jungen ins Kloster Rodes bringen würden. Und wo der Junge war, würde er auch den Engel finden. Die Frage war nur, wann die Rotte das Kloster erreichen und wie lange sie dort bleiben würde. Wenn er zu spät kam, könnte der Junge schon auf dem Weg in den nächsten Himmel sein. Und das bedeutete weitere Reisen und höhere Ausgaben. Wittgenstein warf einen Blick aus dem kleinen Fenster. Mittlerweile war es draußen stockfinster geworden und hatte wieder zu regnen begonnen. Wenn er im Morgengrauen aufbrechen wollte, sollte er noch einmal nach dem Pferd sehen. Er holte den Beutel hervor, den Irene ihm gegeben hatte, und zählte 100 Euro daraus ab, die er in seinem Geldbeutel steckte. Nachdem er die Tür zu seinem Zimmer mit einem großen Vorhängeschloss aus seinem Rucksack verschlossen hatte, machte er sich mit dem restlichen Vorschuss auf den Weg nach unten. Karl stand immer noch hinter der Theke und war in ein Gespräch mit ein paar Gästen aus der Nachbarschaft vertieft. Aber Wittgenstein brauchte nur einmal kurz auf den Tresen zu klopfen und der Wirt kam zu ihm herüber. Wittgenstein, doch noch einmal auf ein Gläschen heruntergekommen? Alles in Ordnung mit dem Zimmer? Alles bestens, mein Freund. Ich werde noch einmal nach dem Pferd sehen. Lass mir einen Krug Wein hinstellen. Ich nehme ihn dann gleich mit rauf. Der Wirt nickte und Wittgenstein beugte sich vor und sagte jetzt leiser, außerdem müsste ich an meine Truhe. Karl nickte erneut und hielt ihm den Vorhang zur Küche auf. Cora, ich habe hier was zu bereden. Geh du raus und kümmere dich um die Gäste. Ab in die Küche, Cora. Kümmere dich um die Gäste, Cora. Du weißt auch nicht, was du willst, Karl. Halt den Schnabel und raus mit dir. Unwirsch schob Karl die Frau durch den Vorhang. Wittgenstein setzte sich an den Küchentisch, auf dem eine große Schüssel mit dampfendem Reis und ein Brett mit mehreren großen Fischen standen, die Cora gerade ausgenommen hatte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass Cora im Schrankraum beschäftigt war, stieg Karl die steile Treppe hinunter, die von der Küche das Gasthaus direkt in den Vorratskeller führte. Einige Augenblicke später kam er mit einer kleinen, eisenbeschlagenen Truhe wieder herauf, die er von Wittgenstein auf den Tisch stellte. »Gute Geschäfte in letzter Zeit«, fragte der Wirt. »Ich kann nicht klagen«, antwortete Wittgenstein und holte die Schnur mit den Schlüsseln hervor, die er um den Hals trug. Er reiste nicht gern mit viel Gepäck, schon gar nicht mit viel Geld in der Tasche. Deshalb hatte er sich in den Städten, in denen er häufiger abstieg, vertrauenswürdige Wirte oder Kaufleute gesucht,
die ein paar Kleinigkeiten für ihn verwahrten. Er öffnete die Truhe und nahm ein stoffeingeschlagenes Bündel heraus. Darin legte er Irenes Beutel hinein und gab dem Wirt noch ein paar von den Münzen, die lose in der Truhe lagen. »Reicht das für alles?«, fragte er und sah Karl mit seinen blauen Augen scharf an. Der nickte und steckte die Münzen in die Tasche seiner Lederschürze. Wittgenstein nickte ebenfalls und verschloss die Truhe wieder. Während Karl sie zurück in den Keller brachte, betastete Wittgenstein die Waffe in dem Bündel, das er aus der Tasche geholt hatte. Wenn er sich mit Beutereitern anlegen wollte, konnte ein wenig vorsintflutliche Feuerkraft nicht schaden. Normalerweise ging er das Risiko nicht ein, dass die Templer bei einer Technik-Razzia eine Feuerwaffe bei ihm finden könnten. Aber diesmal hatte er die Pistole lieber dabei. Als Karl wieder die Treppe heraufkam, erhob er sich und wandte sich zur Hintertür. »Ich breche beim Morgengrauen auf, Karl. Danke für alles.« »Viel Glück, Wittgenstein«, sagte der Wirt und schloss die Tür zum Hof hinter ihm. Mit ein paar schnellen Schritten überquerte Wittgenstein den schlammigen Innenhof und ging zum Stall hinüber. Als er die Stalltür aufstieß, schlug ihm der warme Geruch nach Pferd entgegen. Aber da war noch etwas. Sein Körper spannte sich und er sog noch einmal pfeifend die Luft ein. In der feuchten Wärme des Stalls hing der saure Geruch von Erbrochenem. Wittgenstein warf einen Blick auf das Hoftor. Es war fest verschlossen. Außerdem kannte Wittgenstein Karl gut genug, um zu wissen, dass er schon dafür sorgte, dass sich kein betrunkener Gast zum Kotzen hierher verirrte. Jetzt konnte Wittgenstein die Tiere unruhig scharren hören, aber das mochte auch daran liegen, dass sie seine Anwesenheit spürten. Vorsichtig schob er das Bündel mit der Pistole zwischen die Holzscheite, die vor der Tür aufgeschichtet waren. Er wollte nicht riskieren, mit der Waffe hier in der Stadt in einem Kampf verwickelt zu werden. Stattdessen ergriff er einen handlichen Ast, der oben auf dem Holzstapel lag, und trat in die Mitte des Stalls. Drinnen war es fast dunkel. Nur eine einzige, heruntergedrehte Petroleumlampe hing an einer Kette von der Decke. Er nahm die Lampe von ihrem Haken und drehte die Flamme hoch. Im selben Moment sah er, wie sich rechts über ihm eine Gestalt aus dem Gebälk löste und auf ihn heruntersprang. Mit einem hastigen Satz brachte Wittgenstein sich gerade noch in Sicherheit und sein Angreifer landete direkt vor ihm auf den Füßen. Es war einer der iberischen Matrosen. Er hatte ein Messer gezogen und in seinen Augen glänzte kalte Wut. Wittgenstein verlor keine Zeit. Kaum, dass der andere zu stehen gekommen war, schmetterte er ihm die Laterne in einer weit ausgeholten Drehung ins Gesicht und warf sich dann in derselben Bewegung durch die halboffene Stalltür nach draußen. Jetzt war es fast dunkel im Stall. Rasch schlug Wittgenstein noch einmal mit seinem Knüppel dorthin, wo er den Matrosen wimmern hörte, und rollte sich dann nach hinten so ab, dass er dicht an die Stallwand gedrängt wieder zum Stehen kam. Ein erstickter Aufschrei hatte bestätigt, dass der Knüppel sein Ziel getroffen hatte. Vollkommen ruhig stand Wittgenstein an der Stallwand und lauschte in die Dunkelheit hinein. Der Matrose, dem er so übel zugesetzt hatte, schien sich nicht gerührt zu haben und stöhnte leise. Aber jetzt konnte Wittgenstein auch Flüstern von anderem Ende des Stalls hören. Jemand fluchte. Langsam begann er, sich in die Richtung der Pferde an der Wand entlang zu schieben. Einer der unverletzten Matrosen stolperte vor ihm durch die Dunkelheit zu einem niedergeschlagenen Kameraden hinüber, aber er bemerkte Wittgenstein nicht. Die Pferde waren an einer Längsseite des Stalls an einem Balken festgebunden. Boxen oder so etwas Ähnliches gab es nicht. Das Pferd an dem Ende, an dem Wittgenstein jetzt ankam, war ein ruhiger brauner Wallach. Er gehörte einem Bauern. Wittgenstein hatte das Tier schon gesehen, als er am Vortag angekommen war. Vorsichtig bemüht, das Tier nicht zu erschrecken, schob er sich weiter an der rauen Steinwand entlang und tauchte unter dem Balken hindurch. Die Matrosen schienen jetzt mutiger geworden zu sein und bewegten sich fluchend durch den dunklen Stall.
Behutsam löste Wittgenstein nacheinander die Zügel aller Pferde. Die Tiere schnaubten aufgeregt. Sie waren nicht dumm und merkten, dass da vor und hinter ihnen jemand durch den Stall schlich. Gerade als er das letzte Pferd losgebunden hatte, rief einer der Kanalschiffer: Wir wissen, dass du hier bist, Mercenario! Und ich schwöre dir, wir werden dich nicht lebend entkommen lassen. Wittgenstein grinste. Leere Drohungen hatten ihn noch nie beeindruckt. Schnell schlich er zu einem Hengst zurück, der etwa in der Mitte des Balkens angebunden war, und schwang sich auf den ungesattelten Rücken des Apfelschimmels. Dann stieß er einen schrillen Pfiff aus und schlug den beiden Nachbarstieren mit der flachen Hand aufs Hinterteil. Sein Plan ging auf. Die ohnehin schon nervösen Pferde brachen in Panik aus und versuchten, ins Freie zu gelangen. Dass die Matrosen ihnen dabei im Weg standen, interessierte sie nicht. Wittgenstein selbst hatte alle Mühe, seinen Hengst zurückzuhalten, aber er zwang das ungeduldige Tier zu warten, bis die anderen Pferde sich ihren Weg in den Hof gebahnt hatten. Dann ritt er langsam selbst aus dem Stall hinaus. Im geräumigen Innenhof hatten die Pferde sich verteilt und beruhigten sich langsam wieder. Er konnte nur zwei Matrosen erkennen, die sich ängstlich an die Stallwand drückten, und ritt langsam zu ihnen hinüber. Ihr Wasserratten solltet euch nicht mit Pferden einlassen. Und mit mir schon gar nicht. Lasst euch das eine Lehre sein. Er nickte zur Stalltür hinüber. Die Luft ist hier rein jetzt. Holt eure Kameraden da raus und macht, dass ihr auf euer Schiff kommt. Und danach tut ihr besser dran, euch nicht mehr an Land blicken zu lassen, solange ihr in Milau vor Anker liegt. Ohne einen weiteren Blick auf die Matrosen zu verschwenden, wendete er sein Pferd und ritt zum Hoftor hinüber. Mit der Stiefelspitze öffnete er den Riegel des Mannlochs und wartete neben der kleinen Tür, bis die Iberer vom Hof verschwunden waren. Insgesamt waren sie diesmal zu siebt. Auch Tonka war wieder dabei gewesen. Jetzt waren zwei bewusstlos und mussten von den beiden, die aus dem Stall entkommen waren, getragen werden. Die anderen drei schleppten sich mehr tot als lebendig an Wittgenstein vorbei. Gelassen stieg er ab und verriegelte die Tür hinter ihm. Als er auf dem Rückweg das Tablett mit dem Wein abholte, steckte er noch einmal kurz den Kopf in die Küche und ließ Karl mit einem kurzen Pfiff vom Tisch auffahren, an dem er eingenickt war. »Schickt doch nochmal den Knecht in den Stall. Ich glaube, die Pferde haben sich losgerissen.« Während er die Treppe zu seinem Zimmer hinaufstieg, ging ihm noch die Frage durch den Kopf, woher die Raufbolde gewusst hatten, dass er noch einmal in den Stall gehen würde. Oder dass er überhaupt ein Pferd hatte. Das Kloster St. Germain in Rodez war schon von Weitem zu sehen. Seine mächtigen, trutzigen Wehrmauern überragten jedes andere Gebäude im Dorf und vier gigantische, steinerne Engelsstatuen hielten in alle Himmelsrichtungen nach der gefährlichen Traumsaat Ausschau. Nicht alle Klöster waren solche Festungen, aber wenn ihre Lage es erforderte und dem Abt die nötigen Mittel zur Verfügung standen, wurden sie gern zu regelrechten Burgen oder repräsentativen Palästen ausgebaut. Seit sie den Wald vor 3 Stunden verlassen hatten, waren sie der Straße auf einem befestigten Damm durch weite, schlammige Reisfelder gefolgt. Der Ort und das Kloster selbst lagen auf einem Hügel. Hiob vermutete, dass im Kloster mehr Menschen lebten als im Dorf selbst. Nur eine Handvoll großer Bauernhöfe und ein Dutzend kleinerer Gehöfte schmiegten sich an die strutzigen Wehrmauern des Klosters. Kein Marktplatz, kein Gasthaus und keine Werkstatt waren zu sehen. Das ganze gesellschaftliche Leben musste sich innerhalb der Wälle abspielen. Als sie in den geräumigen Hof des Klosters einzogen, schnürte sich Hiobs Kehle zusammen. Noch nie hatte er ein Gebäude der angelitischen Kirche zu Fuß betreten. Er blickte an den Mauern hinauf zu den eisenbeschlagenen Wehrgängen,
zu den mächtigen Schwingenpaaren der Statuen und schließlich zu der Flugplattform, die hoch oben auf dem höchsten Turm des Klosters hervorragte. Dort wäre er noch vor ein paar Monaten angekommen. Eliphas war durch den hohen Spitzbogen des prächtigen Eingangstores im Inneren des Klosters verschwunden, um dem Abt seinen Bericht über die Ereignisse zu erstatten. Hiob wartete mit den Beutereitern und den Kindern unter dem breiten Vordach. Eliphas hatte ihm auch jetzt keine Handschellen anlegen lassen, und Hiob war froh darüber. Aufgeregt schritt er zwischen den Söldnern auf und ab. Er konnte es kaum erwarten, mit dem Abt zu sprechen, auch wenn es wenig gab, wovor er in den letzten Tagen mehr Angst gehabt hatte. Er hoffte, mehr über die großen Ereignisse der letzten Monate zu erfahren, aber andererseits fürchtete er, der Abt würde ihm genauso wenig verstehen wie Eliphas, vielleicht noch weniger. Und dann würde er womöglich tatsächlich vom Feuertod verurteilt werden. Und selbst wenn nicht, wie sollte er Dominik aus diesen mächtigen Mauern herausbringen? Zum Glück kehrte Eliphas zurück, bevor Hiob vollkommen verzweifelte. »Wir bleiben erst einmal ein paar Tage hier«, verkündete der Komtur von den Stufen des Eingangstors aus. »Die Monarchen werden sich um die Auserwählten kümmern und ihr bezieht eure gewohnten Quartiere. Morgen wird eine Andacht zu Ehren der Gefallenen geben. Außerdem will der Abt eine erste Befragung des gefallenen Engels durchführen.« Bei den letzten Worten fiel Eliphas Blick auf Hiob, der am Fuß der Treppe stehen geblieben war. »Zwei meiner Leute werden dich in eine Zelle bringen«, fuhr er zu Hiob gewandt fort. »Anweisung des Ab. Schließlich bist du immer noch unser Gefangener.« Morgen würde es also eine Befragung geben. Dann wusste er wenigstens, woran er war. Während zwei Söldner ihn zum Fuß eines der Türme führten, konnte er noch beobachten, wie eine Gruppe von Monarchen die Kinder von den Beutereitern übernahmen und in eine flache Baracke abseits des Hauptgebäudes brachten. Seine Zelle war winzig, das Stroh auf dem Boden faulig und feucht. Außer einer schmalen Holzpritsche befand sich nichts in dem kleinen Raum. Hiob hatte sich auf der Pritsche zusammengekauert und betrachtete den schmalen Streifen Himmel, der durch das schießschartartige Fenster hoch oben in der Wand zu sehen war und der langsam von einem hellen Blau-Grau zu Schwarz wechselte. Seine Gedanken rasteten und suchten verzweifelt etwas, woran sie sich festhalten konnten. Aber er wusste, dass er jetzt nichts tun konnte. Er würde morgen alle seine Kräfte brauchen und sollte die Nacht deswegen wenigstens zum Ausruhen nutzen. Hiob streckte sich aus und versuchte, auf dem harten Holz eine bequeme Lage zu finden. Es dauerte noch lange, bis er endlich die Augen schloss und zu träumen begann. Die ovale Tür schloss sich mit einem leisen Zischen. Er war allein in einer schmalen, hohen Kammer, deren glatte Wände ganz aus schimmerndem Metall bestanden. Von der Decke blendete ihn kaltes, bläuliches Licht. Als er an sich herabsah, stellte er fest, dass er nackt war. Aber er trug nicht nur keine Kleidung, es war auch kein Haar und keine Spur der Skriptura auf seinem kleinen, schmächtigen Körper zu erkennen. Erschrocken fasste er sich mit der Hand an den Kopf. Auch dort fühlte er nur glatte Haut. Er ließ die Hand sinken und berührte die Wand seines Gefängnisses. Das Metall war spiegelglatt und eiskalt. Verzweifelt begann er, die Wände abzutasten, die dünne Fuge der Tür mit den Fingernägeln nachzufahren. Heiße Tränen liefen über seine Wangen und die kalte Luft schmerzte in seiner Kehle. Wenn er nur nicht so frieren würde. Ewigkeiten schien er in seinem Gefängnis zu hocken, bis sich die Tür wieder beiseite schob. Zwei weiß gekleidete Gestalten, die ihre Gesichter hinter ebenso weißen Masken verborgen hatten, ergriffen ihn und zogen ihn aus dem hellen, kalten Zellenkerker hinaus in die Dunkelheit. Auf einmal durchfuhr ihn ein furchtbarer Schmerz,
der sich zuerst in seinem Schädel ausbreitete und dann sein Rückgrat hinunterraste. Hiob erwachte mit einem gellenden Schrei. Selbst nachdem er taumelnd aufgestanden war, konnte er den Schmerz noch spüren, auch wenn er langsam pochend schwächer wurde. Es war mitten in der Nacht. Er konnte nicht lange geschlafen haben. Vorsichtig ließ er sich wieder auf die Pritsche nieder. Wann war das geschehen? Es fiel ihm schwer, die Erinnerung einzuordnen, die der Traum ihm zurückgebracht hatte. Wenn es überhaupt eine Erinnerung gewesen war.